Fette Grüße und herzlich willkommen wieder bei Satisfactory. Und auch heute wieder mit Etienne. So schaut's aus. Richtig. Und was steht ich bei bin uns jetzt an heute? Soll ich eine Zusammenfassung machen? Ja, also mit Kohle, du wolltest Fall. Verbesserter Nahkampf machen, danach wolltest du Stahl anfangen. Genau. Richtig. Und zwischenrein, zwischen den Dingern, die ich da so mache, versuche ich noch die Automatisation voranzutreiben. Korrekt. Damit wir immer weniger machen können. Und wenn wir das dann irgendwann haben, werden können wir entspannen. Machen wir ja, eine Folge entspannen. Extrem entspanning. So. Genau. Das, besser hätte ich es nicht sagen können. Genau so wollte ich es auch gerade formulieren. So. Perfekt. Okay, also diese Wasserpumpen braucht man anscheinend echt nur, wenn du nach oben gehst. Okay, also wie den Lift quasi. Ja, genau. Oder halt, wenn du richtig lange Strecken, weißt du, wenn es über richtig weite Strecken halt reichen muss. Okay. Also wenn du schnell das Wasser verteilen willst, dann brauchst du diese Pumpen. Ansonsten brauchst du das, glaube ich, nicht. Das kommt mit Sicherheit noch auf uns zu, oder? Also ja, später dann. Kann. Gleich so in 3 Minuten. Ach so, so nah gleich. Vielleicht, ich weiß es nicht. Okay. Muss erstmal gucken, wie viel ich habe, um... Ich habe nicht genug verstärkte Eisenplatten. Geil. Ja. Du auch nicht. Doch, du kannst herkommen, die abholen. Ja. Und ich schmeiß die derweil hier rein. Ich würde mal ganz kurz... Gucken. Und drück den Knopf. Und trotzdem sind noch ein paar Eisenplatten, verstärkte Eisenplatten für dich hier übrig geblieben. Ist das nicht ein Traum? Ist bestimmt ein Traum. Die liegen in der kleinen Kiste, wie immer, im Headquarter. Gut. Weil es finden zurzeit Umbauarbeiten statt, also... Umbauarbeiten? Ja, du... Ich muss hier, also nicht verbessern oder irgendwas, sondern einfach nur von die Manufaktur auch in Richtung Automatisation wieder schieben. Hm. Ich habe dein Eisen vorhin mal verdoppelt, ne? Weil du, ist egal, nicht wichtig. Vor 2 Folgen ungefähr habe ich dein Eisen verdoppelt. War das letzte Folge? Ich weiß nicht mehr. Was hast du gemacht? Ich habe einfach noch einen Schmelzofen an deine Linie angeschlossen, weil das da so unnötig zu wenig produziert hat. Ja, ich sag ja, das sind Sachen, die ich dann später mache. Mir geht es erstmal darum, dass ich generell die Sachen automatisiert habe, laufen habe und später dann mich um diese Sachen kümmere. Ich gehe mal davon aus, dass die verstärkten Eisenplatten da sind, wo ich sie vermute. Ich habe dir vorhin gerade eben gesagt, wo sie sind. Ja, ich habe sie ja auch schon. Dann sind sie da, wo du vermutet hast. Sind aber nicht genug. Dann musst du sie dir per Hand herstellen. Weil die Produktion bin ich gerade am Umbauen. Alles klar. Ist das hier das hier? Will ich ist das hier haben? Eigentlich hier für ein Wirrwarr hier? Was für ein Wirrwarr? Wo bist du denn? Ich weiß nicht, ich habe das Gefühl, von überall kommt irgendwas her und dann... Ja, aber du das Abholen, was du abholen sollst, ist eigentlich hier in diesem Raum. Also da, wo beim Headquarter, wo du reinkommst, da führe ich alle diese Container hin und da findest du alle Sachen. Alles klar. Ne, das ist der Sinn, dass wie es da hinten im Prinzip dann ausschaut, ist egal, aber du kommst hier vorne her, also für mich jetzt erstmal, und du kommst hier vorne her und findest in den Containern, ne, findest du alles, was du brauchst. Und hier Fact. Diesen Ticketshop baue ich noch weg. Das gefällt mir und verstärkte nicht. Eisenplatten die gibt es noch keinen für Container. Stellst du die überhaupt her? Hallo? Ja, hörst du mich? Jetzt, ja. Die waren in der Manufaktur, die habe ich gerade abgerissen. Die werden erst hier hergestellt. Klar.
gut so, zu wissen. Hier diesen Shop, diesen Ticket-Shop, tust du den unten? Oder warte, ich baue den unten hin. In die Höhle? Achso. Nein, nicht in die Höhle, sondern hier neben diesen Ticket-Maker haue ich das gleich hin. Diesen ich schaue mal hier nach dem nächsten, was wir machen können. Stahlproduktion hatten wir als nächstes gesagt, ne? Genau. Ja, dann machen wir das doch mal. Den Ticket-Shop habe ich unten zu dem Verwurschter hingebaut. Mhm. Und auch die Kiste mit den Tickets. Wir haben schon 7 Tickets, habe ich unten hingelegt. Und das Forschungszentrum habe ich auch abgerissen. Brauchen wir das gerade? Ist okay. Nee, ich habe noch eins in der Batman-Höhle. Gut. Und hier werden dann die verstärkten Eisenplatten rauskommen. Auch wieder in einem Container. So braucht man sich nämlich nicht durch die ganzen hinteren Reihen da tanzen, sondern kann einfach nur... Ne? Mhm. Und überhaupt. Und da brauchen wir einen modularen Rahmen. Ja, erstmal brauchen wir verstärkte Eisenplatten. Ach so, ja, korrekt. Sonst keine modularen Rahmen. Und die Rotoren hast du auch rausgenommen? Ich brauche die, ja. Okay. Für die Kohlekraftwerke. Ja, ich brauche jetzt auch welche. Sehe, ich habe oben schon Beton und Draht reingetan. Ist mir nicht entgangen. Gut. Nur ich brauche es jetzt für die Manufaktur, weißt du? Ach so. Auch verstärkte Eisenplatten. Ach so, ich dachte, wir reden nicht von verstärkten Eisenplatten, sondern... Nee, die Rotoren brauche ich auch. Rotoren brauchst du auch für die Manufaktur, um diese... Wie heißt das richtig? Die sagen immer nur Manufaktur, dazu ist es ja gar keine Manufaktur mehr. Doch, ist es Manufaktur? Passt. Ich habe keine Ahnung. Ja, für die Manufaktur brauche ich die auch. Und da brauche ich aber auch verstärkte Eisenplatten. Ich brauche verstärkte Eisenplatten und zwar noch... Oh, so viele. 20 Stück. Dann muss ich das brauchst mal. Du denn? Die Kohlekraftwerke, was denkst du denn? Ich will 2 Kohlegeneratoren bauen und dafür braucht man 50 verstärkte Eisenplatten. Okay. Also 25 für jeden Kohlegenerator. Ja, da wirst du ein bisschen warten müssen jetzt, weil... Du, die baue ich einfach selber. Ich brauche nur Schrauben. Schrauben findest du vorne. Hab ich schon. Schon gesammelt. Sind zwar nicht genug da, aber ist okay. Ja, eins nach dem anderen. Aber warte, ich hab Schrauben. Ich hab Schrauben. Ja, das hätte jetzt nicht sein müssen. Also die 2 Meter ins HQ hättest du können. Hä, du kennst mich doch. Ja, aber kennst das war mich doch. Weit jetzt. Gib dir mir 1000 Schrauben, Alter. Ja, was? Zu viel? Zu wenig? Nee, finde ich okay. Also ich habe nichts dagegen, aber so viel hätte ich jetzt nicht erwartet. So, perfekt. Dann habe ich das jetzt auch. 52 Stück. So. Ich versuche das schon so zu machen, dass wir auf Dauer eine gute Versorgung haben. Finde ich auch gut so. Wieder nicht gefällt hier, wie ich das baue, aber... Nö, ist okay. Wir haben ja dann irgendwie eine neue, irgendwann alles neu, keine Ahnung. Genau. Weil da können wir... Können ja eine Zeitrafferfolge machen, was? Nee, wenn wir dann alles in wenn wir dann genug Eisen haben, ne, dann macht es Sinn, das komplett dann umzubauen. Eben wegen... Aber erst alles hinbauen und dann anschließen und dann den Rest abbauen. Verstehst du, was ich meine? Nee. Also wir bauen eine komplett neue Sache auf, nicht anschließen und nichts. Und dann am Ende erst anschließen und dann die alte Produktion abbauen. Ja, weil das dann keine Rolle spielt, wenn du dann relativ hohe Ressourcen hast und sowieso mit dem Umbau zu tun hast. Aber ja, nee, bin ich generell dafür. Weil du musst dann sowieso auch die Zuführung von den ganzen Materialien, musst ja auch alles neu machen. Naja. Ja. Ja.
weil da die schnelleren Fließbänder dann brauchst. Nicht wahr? Ja, Chekov. So, dann mach mal hier Eisenplatten, guter Mann. Aber flott. Was ist das zweite, was wir hier brauchen? Ich glaube, das sind... Ja. So, das ist in einer Reihe, das ist wunderschön. Wenn etwas in einer Reihe ist, ist es automatisch wunderschön. Du bist ein Piefke. Hm? Bitte? Bist du ein Piefke? Nein. Logistik. Das ist da. Denkfehler, Denkfehler. Denkfehler sind nicht gut. Ich weiß. Kommen aber trotzdem ab und zu mal vor. Oh. Das ist aber gut. Genug Pressure. Under Pressure. Dün, 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 dün. So. Ach ja. Jetzt bin ich gespannt, wie viel von unseren jungen Hörern dieses Lied noch kennen. Schreibt es in die Kommentare. Alle. Nein, nein. Wenn nicht, bin ich enttäuscht. Nein, auf keinen Fall. Also, ganz ehrlich, das sind dann Leute, die dir sagen, ja, Gorbatschow kenne ich, ist ein Wodka. Ist es ja auch. Haben ja, Sie ja recht mit. Ja, logisch, aber du kannst ja nicht erwarten, dass da also generationenlang diese Sachen. Ne? Also bei richtig guten Sachen schon. Und das ist mal richtig gut, ganz abgesehen davon. Also zumindest finde ich richtig gut. Aber so davon ausgehen würde ich nicht, dass das so ist, dass das jeder kennt noch. Eins, zwei. So. Ein weiterer Schritt für die Menschheit. Doch ein kleiner Schritt für Hot-O. So schaut's aus. Dann muss ich mich unten noch um die Zufuhr kümmern, da brauchen wir weitere. Ich hoffe, wir haben zu teuer? Ich habe keine Kabel dabei. Wollte ich verarschen? Man muss ja eine Werkbank bauen. So, Kabel. Hast du die abgebaut im Headquarter? Ja. Gott sei Dank. Ich lasse doch nicht eine Werkbank da irgendwo stehen. Nein. Ich doch nicht. Würde nie vorkommen. Nein. So. So zu sagen. Stromanschluss brauche ich noch hier. So. Logistik. Logistik. Ich muss was in der Organisation verändern. Low, 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 Logistik. Das klang jetzt irgendwie nach Ice, Ice Baby. Wir haben hier ein kleines Defizit an Eisenplatten. Ich wollte gerade sagen, Strom kann es nicht sein. Naja, es dauert nicht mehr lang. Das Problem ist, dass die größeren Sachen nachher auch wahnsinnig Strom ziehen, ne? Kann sein, ja. Ja, das ist so. Die Menge macht es einfach. Also ja, die Menge und dann, wenn du diese Verbesserungen machst, ne? Also einen besseren Bohrer, also einen Miner, ne? Und so weiter. Das ist Wahnsinn, das zieht richtig, richtig rein. So, dann ist
So, die Fließgeschwindigkeit geht runter hier. Ja, woran das wohl liegen mag. So, ich brauche hier noch ein Eisen, eine Eisenzufuhr, sonst wird das hier zu wenig. Wo könnten wir hier noch Eisen herkriegen? Fragen wir uns am schlauen Knopf. Ah! Jetzt suche ich alles Mögliche, nur kein Eisen wahrscheinlich. Oh, ich glaube, ich habe hier diese Eisenvorkommen auf der Seite richtig ausge... Die Fließgeschwindigkeit nimmt wieder zu oder schwankt die ganze Zeit? Ich weiß es nicht. Ah, ich habe noch gar nicht angeschlossen. Ja, das ist natürlich auch so jetzt. Da hinten muss doch noch Eisen sein. Da wo du bist, muss Eisen sein. So, Fließgeschwindigkeit nimmt wieder zu. Du, die Nüsse sind hier, aber du kannst, wenn du sie abbaust, dann hast du sie nicht im Inventar. Ach so. Doch Fake-Nüsse. Mhm. Auf jeden Fall. Okay, ich glaube, ich brauche jetzt doch eine Pumpe. Hast du aber hier ist genug schwaches Herz. Hier ist genug Pressure da. Ah, Fließgeschwindigkeit. Ich mach mal hier Pumpen dran. Wieso hat es mir dieses Eisending nicht angezeigt? Gut, passt. So, jetzt habe ich hier Pumpen angeschlossen, und zwar zwei Stück. In der Hoffnung, dass das schneller ist. Geil. Aber Strom haben wir genug, ja? Ja, Strom haben wir. Müssten wir in Massen haben. Oh, ich sehe jetzt gerade deine Kraftwerke zum ersten Mal. Ja, die sind ganz schön under pressure. Under pressure. Dun, 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 dun. Ja, und alles schön gerade. Dreier. Einander Traum. So, schauen wir mal hier, die Fließgeschwindigkeit ist nicht höher geworden. Müssen wir die Pumpen einfach an einer anderen Stelle tun wahrscheinlich und nicht dahin. Leitung zu lang. Was will man dir denn schon wieder sagen dann? Ich habe eine lange Leitung. So, dann nehmen wir das weg. Und dann machen wir die Pumpen dahin. 120 plus 120. Ne? Jetzt kommt er mit hoher Mathematik. Hörst du mich eigentlich? Ja. Okay. Ich höre dich. Ah, sehr gut. Ich mag es, wenn man mich hört. Very nice. Very nice, beautiful. Very nice indeed. So, ich hoffe, dass das die Fließgeschwindigkeit erhöht. Dann hoffe mal. Ich hoffe. Wie viel verbrauchen die eigentlich, wie viel Energie, bevor ich hier 5000 davon anschließe? Steht das irgendwo? 4. Ja, das geht, ist egal. Wir stellen so viel Energie, da sind 4... 4 mal 3, ja, ist egal, 12. Ja, sei ruhig großzügig. Bis zum nächsten Stromausfall.
Nicht wahr? So, das schließt jetzt eine Weile an. Also entweder hört er mich immer nicht oder er ignoriert mich wissentlich. Ich habe dich nicht ignoriert. Ich habe mich konzentriert. Konzentriert. Konzentriert, das heißt Beton. Wie... Warum ist hier jetzt nur die Fließgeschwindigkeit 30? Ich verstehe es nicht. Ja, ich sagte ja, ich habe also auch die Erfahrung gemacht, dass das mit dem Wasser da nicht so einfach... Also die Fließgeschwindigkeit ist mir scheißegal, ob es aufs Wasser kommt dann, aber ich will das irgendwie lösen mit der Fließgeschwindigkeit. Das ist irgendwie... Ja, der Ansatz, den du hast, ist ganz sicher sehr gut. Hier ist die Fließgeschwindigkeit auch 30, wo ich mir denke so, hä? Hier ist doch eine Pumpe dran. Wozu baue ich denn die Pumpe? Kann ich die Pumpe auch abbauen? Ich gehe mal davon aus, dass dann auch... Ich guck mal, wie hier die Fließgeschwindigkeit ist. 45. Direkt an der Pumpe? 50. Vielleicht brauchst du einfach mehr Wasser. Ich versuche mal was. Ich mach mal hier jetzt... Hauptsache der Strom bleibt. Ja, wir haben so viel Strom. Wie viel Strom haben wir? 510, entspann dich. Ich bin total entspannt. Total. So, und jetzt haben wir eine Fließgeschwindigkeit von 50. Don't get it. Ich probiere mal noch was aus. Ich werde jetzt hier auch noch eine Pumpe ranmachen. Jetzt die Fließgeschwindigkeit bei 200. Aber von Fließgeschwindigkeit kann man wirklich nie genug haben. Keine Ahnung. Frag mich nicht. 1, 2, 3, 4, 4 mal 4, nein, 4 mal 3, 4 mal 3? 4 mal 4, 4 mal 4, ja, okay. So viel ist das jetzt auch nicht. Das bedeutet, wir produzieren jetzt. Warum geht es runter? Kommt genug an? Ja. Ja. Und wir haben wieder einen Mangel mit Eisenplatten. Ach so, ich dachte, du willst gerade was ganz anderes sagen. Karotte. Strom? Karotte? Ja. Ist das unser Secret Word für aufhören? Ich bin gerade mitten im Kampf gegen ein Wildschwein. Ja, ist okay, mach den Kampf noch zu Ende. Ich habe den Kampf gewonnen. Da ich gewonnen habe, sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Wenn du verloren hättest, nicht? Okay. Nein, ciao. Dann müssen wir nochmal kämpfen. Ciao.